So, ich löse diese drei Gleichungen mit Exponenten und zwar ohne Taschenrechner. Also jetzt fangen wir mal an bei dem ersten. Der Trick ist, sich daran zu erinnern, dass x hoch minus 1 gleich 1 durch x ist und deswegen schreibe ich das um. Also dann habe ich hier 3 hoch t ist 81 hoch minus 1. Und der nächste Trick ist, dass der 81er, da stecken so diverse Dreier drin. Ich habe ja 81 ist 9 mal 9 und 9 ist 3 mal 3. Das heißt, 81 ist 3 mal 3 mal 3 mal 3. Also das ist 3 hoch 4. Und das setze ich hier rein. Also dann habe ich jetzt 3 hoch t ist 3 hoch 4 in Klammern noch minus 1. Hier ist das Malgesetz. Ja? Also 4 mal minus 1 ist minus 4. Und dann habe ich 3 hoch t ist 3 hoch minus 4 t ist minus 4. Ich habe ein Ergebnis. Und das nächste. Ich habe den Logarithmus zur Basis a von 125 ist 3. Ich kann das Logarithmusgesetz anwenden, um das umzuschreiben. Dann habe ich also a hoch 3. A hoch 3 ist der Logarithmus. Jetzt machen wir ein bisschen Platz. Dann haben wir kein Stress. So, ein bisschen Platz. So. Also, a hoch 3 ist 125. Und ohne Taschenrechner, es riecht auch nach einer 5. Ja? Also 5 Quadrat ist 25 und 5 hoch 3 ist 25 mal 5 und das ist eben dieses 125. Und deswegen 5 hoch 3 ist 125 und damit ist a gleich 5. Das ist das Ergebnis. Wir sind fertig und haben es. Und jetzt kommt das nächste, das letzte. Da habe ich also wieder Definition des Logarithmus. Also 4 hoch x ist 64. Und der 64er, der riecht doch nach irgendwie was. Ja, also da habe ich jetzt 4 mal 4 ist 16. 4 mal 4 ist 16. Und 4 hoch 3 ist dann 64. Und damit habe ich x gleich 3. Also das macht man so mit Probieren. Ja, und damit habe ich das.